Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um die konkrete Absenkung der EEG-Umlage durch Änderung der EEV, der Erneuerbare-Energien-Verordnung. Und zwar haben wir ja aktuell gehört, dass durch ein großes Konjunkturpaket der Bundesregierung die Wirtschaft wieder etwas stärker angekurbelt werden soll und deswegen die EEG-Umlage im Jahr 2021 abgesenkt werden soll auf 6,5 Cent pro Kilowattstunde und im Jahr 2022 auf 6,0 Cent. Im Vergleich zu jetzt 6,756 ist das auch durchaus schon mal eine spürbare Veränderung. Wie kann man das überhaupt machen? Wie ist der Mechanismus dahinter, die EEG-Umlage jetzt eigentlich konkret zu ändern? Wie wird diese Höhe eigentlich konkret bestimmt? Ich habe schon mal ein Video über das EEG-Konto gemacht, wo ich eben erwähnt habe, dass eben die Veränderungen des Kontobestands des EEG-Kontos ja praktisch auch immer durch die EEG-Umlage ausgeglichen werden muss und sie deswegen steigt oder sinkt. Der Mechanismus dahinter ist in der EEV, der Erneuerbare Energienverordnung, nicht zu verwechseln mit dem EEG, auch nicht zu verwechseln mit der EEAV, der Ausführungsverordnung. Dazu gibt es nochmal ein separates Video demnächst. Sondern jedenfalls in dieser EEV sind vor allem zwei Dinge geregelt. Einerseits nämlich der EEG-Ausgleichsmechanismus, der eben genau regelt, wie verschiedene Einnahmen und Ausgaben auf dem EEG-Konto zu zählen sind. Dort ist also definiert, was es überhaupt für Einnahmen und Ausgaben gibt. Und dort gibt es jetzt eben einen neuen Part, zu dem wir gleich kommen werden. Außerdem in der EEV geregelt ist das Herkunftsnachweis- und Regionalnachweisregister, was ja genau die Quelle ist, über die wir den konkreten Herkunftsnachweis von grünem Ökostrom zum Beispiel dann auch sehen können. Das ist diese Sache, die vor kurzer Zeit eingeführt worden ist. Beides in der EEV mit noch so ein paar anderen Sachen, aber das ist so das Hauptsächliche. Jedenfalls wurde jetzt gerade an den Ausschuss für Energie und Wirtschaft und an den Umweltausschuss im Bundestag dieser neue Entwurf der EEV gegeben mit einer folgenden Änderung. Ich zitiere, es gibt den neuen Punkt, Zahlungen der Bundesrepublik Deutschland an die Übertragungsnetzbetreiber zur Absenkung der EEG-Umlage nach § 60 Absatz 1 Satz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Das ist ein neuer Einnahmetatbestand, so nennt man das, der das EEG-Konto jetzt praktisch verbessern kann, da nochmal extra Geld hineinfließen lassen kann und wie es ja hier gesagt ist, Zahlungen der Bundesrepublik Deutschland. Hier wird also Steuergeld genommen und genau explizit in das EEG-Konto eingezahlt, um damit die eigentlich erforderliche Erhöhung der EEG-Umlage auszugleichen und vielleicht sogar in die andere Richtung zu bewegen, sodass sie eben über die nächsten Jahre aktiv abgesenkt wird. Denn mit den aktuellen Problemen der Corona-Krise und der damit eigentlich notwendigen deutlich stärkeren Subventionierung der EEG-Anlagen, die eben eine garantierte hohe Vergütung haben, würde das EEG-Konto jetzt demnächst sogar ins Minus rutschen und deswegen eine deutlich erhöhte EEG-Umlage notwendig sein. Da man jetzt aber sagt, wir wollen mehrere Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt in praktisch dieses EEG-Konto einzahlen, sorgt man dafür, dass über die nächsten Jahre die Umlage für uns Haushaltsverbraucher deutlich sinken kann. Damit sind aber mit der Höhe, die ich auch vorhin erwähnt habe, 6,5 und 6,0 Cent pro Kilowattstunde, sind wir normalen Menschen gemeint. Die Industrieverbraucher, die dann nochmal privilegierte, geringere Kosten haben, die haben nochmal deutlich größere Vorteile. Das ist dann natürlich auch zu sehen, die bezahlen weiterhin deutlich weniger als wir Haushalts- und normalen Gewerbeverbraucher. Jedenfalls, wie wird das noch mal konkreter gemacht? Wir haben dann praktisch öffentlich-rechtliche Verträge zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den vier Übertragungsnetzbetreibern, um vor allem die Geldflüsse zwischen den ÜNBs zu regulieren, die ja das EEG-Konto verwalten. Man kann sich das nicht direkt so vorstellen, dass da ein Konto irgendwo ist, auf dem dann die Gelder eingehen und abgehen, sondern das ist eben eine Buchhaltung, die über die ÜNBs organisiert wird. Und hier gibt es dann eben Zahlungen vom Staatshaushalt an die ÜNBs und damit können die schlussendlich die EEG-Umlage niedriger ansetzen. Und damit haben wir in Zukunft eine etwas geringere Stromrechnung. Das ist also der Mechanismus, wie die EEG-Umlage jetzt ganz konkret verringert werden kann durch die neue Änderung an der EEV, die dann eben diesen neuen Einnahmetatbestand, Zahlung von der Bundesrepublik Deutschland, mit aufnimmt. Und da jetzt diese Zahlung über das Konjunkturpaket auch festgelegt worden ist, haben wir eben diese konkrete Änderung auf 6,5 und 6,0 Cent pro Kilowattstunde
EEG-Umlage für die nächsten beiden Jahre und dann schauen wir mal, wie es noch so weitergeht. Das war's jedenfalls für heute. Habt ihr Fragen zu diesem Mechanismus oder auch zur EEV, dann schreibt die schon mal unten gerne in die Kommentare. Und ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.